In dem Video stelle ich dir drei Yoga-Übungen vor, um die Brustwirbelsäule zu mobilisieren und gleichzeitig dem Herzen mehr Raum zu geben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sehen uns wieder auf der Matte. Du hast bereits gelernt in dem vorherigen Video, ich verlinke es dir oben in der Infobox, dass es wichtig ist, die Brustwirbelsäule zu mobilisieren. Es geht um Länge, Platz zu schaffen zwischen den Wirbelkörpern, damit es dir dann gelingt, im nächsten Schritt dich Wirbel für Wirbel aufzutrainieren. Genau das tust du heute. Du schaffst eine stabile Stabilität im Becken, verlängerst dich über die Krone des Kopfes und gehst dann in die Bewegung. Und das hilft dir, um die Brustwirbelsäule wieder zu mobilisieren und gleichzeitig offen und weit im Schulterbereich zu werden. Schön. Komm bitte zum Stehen in die Mitte deiner Matte. Komm bitte bequem zum Stehen aufgerichtet. Fersen unter die Hüftgelenke, zweite Zehe, Mitte Ferse parallel zueinander. Drück die Füße in den Boden, richte dich auf und unten nach oben. Heb die Krone vom Kopf an. Hände an die Ellenbogen. Das ist eine tolle Schulteröffnung. Achtung, drück mal die Ellenbogen in die Handflächen, damit ziehst du die Schultern auseinander, spürst du den kleinen Unterschied. Zieh die Schulter nach hinten, unten weg von den Ohren und von hier aus dreh dich auf, nach links. Vermeide den Hohlkreuz, indem du das Steißbein leicht nach innen ziehst, die Bauchdecke aktiv, der untere Rücken ist geschützt. Einatmen zur Mitte, ausatmen, dreh dich zur anderen Seite, nach rechts, zurück zur Mitte, noch einmal wiederholen, nach links, unteren Rippen mit nach innen ziehen, Bauch aktiv, Lendenwirbelsäule ist sicher, zurück und ein letztes Mal nach rechts, zurück zur Mitte, auflösen, ganz alles mal abschütteln. Auch diese Bewegung empfehle ich dir, um aus diesem Perfektionszwang herauszukommen, den Körper einfach ganz natürlich zu bewegen. Füße zusammen. Vorbereitung für die nächste Übungssequenz gleich. Bring die Hände vor deinem Herzen zueinander. Schau, dass die Unterarme in eine Linie kommen. Also vermeide das. Heb die Schultern an, heb dein Brustbein an. Knie, Füße berühren sich, beug die Beine. Utkatasana als gedrehte Variante. Rechte Ellenbogen an die Außenseite vom linken Oberschenkel und jetzt dreh dich auf. Schau, dass die Daumen vorm Herzen bleiben. Schau mal zu mir. Vermeide so ein seitliches Ausweichen. Daumen vom Herzen und dann dreh dich auf. Aus der Brustwirbelsäule heraus. Einatmen zur Mitte. Andere Seite. Weiteratmen. Zurück zur Mitte, schieb die Arme über von nach oben, komm zum Stehen. Und jetzt findest du den Weg in den Vierfüßlerstand. Du wirst diese Drehhaltung, diese Systematik mit nutzen. Bring gerne eine Decke unter die Knie. Linker Fuß nach vorn, zwischen die Hände, eine Linie, Knie. Linke Ferse. Richte dich auf. Hände zum Herzen. Wieder Unterarme in Linie. Hände zusammen. Daumen berühren den Brustbein. Atme ein. Werde lang. Verlängere dich nach oben. Und dann drehe dich auf. Rechte Ellenbogen an die Außenseite vom linken Oberschenkel. Schau, dass du mit deinem Knie nicht ausweichst. Linkes Knie genau über die linke Ferse. Dreh dich auf. Schaff Länge. Und dann nutz die Länge, um dich Wirbel für Wirbel aufzudrehen. Hier gibt es eine schöne Variante. Füße geerdet. Bleib stabil im Becken. Und aus deiner rechten Hüfte heraus streck das rechte Bein. Merkst, wie du in deiner Basis stabil bist und von hier aus gehst du in die Bewegung. Wieder das Knie absenken, einatmen, auflösen. Andere Seite.
Hände zum Herzen. Schultern anheben. Dreh dich aber von links nach rechts. Die Daumen bleiben vor deinem Herzen. Zieh beide Schultern nach hinten. Knie genau über rechte Ferse bringen. Aufdrehen. Und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, streck dein linkes Bein aus deiner linken Hüfte heraus. Heb die hintere Oberschenkelmuskulatur an. Schaff Länge, indem du die Krone vom Kopf nach vorn schiebst. Und dann dreh dich noch ein paar Millimeter auf. Einatmen, ausatmen, auflösen. Und jetzt zum Schluss zeige ich dir eine ganz entspannte Drehhaltung, Krokodilshaltung in einer intensiven Variante. Roll dich bitte ab, komm auf dem Rücken an. Gönn dir ein tiefes Durchatmen, du kannst auch das Becken ein bisschen ausschütteln, mal die Knie zusammen, Füße auseinander. Du kannst auch hier mal Knie zur Seite bringen, um einfach den unteren Rücken zu bewegen. Jetzt zurück zur Mitte. Krokodilshaltung, wie ich dir versprochen habe. Schieb dein Gesäß bitte 5 cm nach rechts. Es hilft dir, um die Halswirbelsäule bzw. um die ganze Wirbelsäule zu verlängern. Scheiße, falsch gesagt. Schieb dein Gesäß 5 cm nach rechts und dann die Knie zu dir nah heranziehen, zum Herzen. Bring beide Knie weit zum linken Ellenbogen, linken Unter- oder Oberarm, je nachdem, wo du hinkommst. Nutz gerne eine Decke, wie ich. Die linke Hand auf das rechte Knie bringen. Du übst hier keinen Druck aus, einfach ablegen, Kopf anheben, Kopf nach rechts drehen. Schließ die Augen, gönn dir ein tiefes Durchatmen. Spür die Länge im Rücken, aber gleichzeitig die Drehhaltung. Die Öffnung deiner rechten Körperseite, deiner rechten Flanke. Und wie du mit einer Ausatmung das Gewicht der rechten Schulter weiter an den Boden abgeben kannst. Zurück zur Mitte. Knie zurück, Becken zurück. Schieb dein Becken 5 cm nach links. Nimm gern die Decke mit als Unterstützung. Knie heranziehen, zieh beide Knie nach rechts oben, so weit wie es geht. Rechte Hand aufs linke Knie bringen, Kopf anheben, Kopf nach links drehen, ablegen. Gönn dir ein tiefes, genüssliches Durchatmen. Auch das ist sehr hilfreich für dich. Über ein bewusstes Atmen in die Ruhe einzukehren, Ruhe zulassen, Entspannung finden, Kraft tanken, Energie sammeln. Zurück zur Mitte, Becken zurück, auch um diese Übung nochmal auszugleichen. Happy Baby, Hände innen an den Knien vorbei zu den Fußaußenseiten. Schaukel genüsslich nach links und rechts. Löse auf, komm über die Seite oder schaukelnd hoch zum Sitzen. Sitz bequem und aufgerichtet. Schließ bitte noch einmal die Augen. Nimm dich jetzt wahr am Ende der kurzen Übungssequenz. Spür die Körpermitte, die Aufrichtung, Bereich vom Schulternacken, den Atem. Hände zum Herzen bringen, Anjali Mudra. Bedanke dich bei dir selbst für die Übungspraxis. Möge Yoga dir helfen, um immer wieder beweglich, offen, flexibel dein Leben zu genießen. Atme aus. Öffne deine Augen. Danke für dein Üben mit mir. Also wichtiger Punkt,
Warum übst du Yoga? Warum drehst du dich auf? Es gilt, diese Beweglichkeit, diese Flexibilität jenseits der Matte mit in den Alltag zu nehmen. Eine große Aufgabe für dich. Wenige schaffen das. Du kannst aber immer wieder dranbleiben am Thema. Falls du es noch nicht getan hast, hier oben kannst du den Kanal abonnieren. Auf dieser Seite findest du das nächste Übungsvideo zur Brustwirbelsäule. Und unten in der Beschreibung habe ich für dich die Links zur Newsletter-Anmeldung, zu den DVDs, aber auch zu den Online-Kursen zusammengestellt. Ich freue mich über dein Üben mit mir. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns wieder auf der Matte. Namaste.